Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich würde sagen, ich will es mindestens bis zur Arenaleiterin schaffen. Ich bin ehrlich. So, wie schauen wir aus? Careful. Ja. Ja. Boah, aber wieder ein sehr, sehr gutes Togedemaru. Heilige Scheiße. Die 31er, 33er sind safe, Leute, ne? Aber die 29, 25 und 26, die sind random. Die sind insane. Ah, Lillipup, Digga. Den fand ich beim letzten Mal schon nicht so geil, ich bin ehrlich. Den fand ich beim letzten Mal schon nicht so geil. Boah, ich find's so angenehm, dass ich im Vergleich zu Renegade Platinum jetzt endlich mal den Emulator einfach nochmal laufen lassen kann, ne? Und dass ich nicht hier die ganze Zeit Probleme habe. Bitte, Intim. Glaube ich, bringt mir nicht so viel. Achso, was hat der eigentlich für IVs? Okay. Reden wir nicht drüber. Da reden wir nicht drüber. Von dem bekomme ich einen Trank. War jetzt nicht so das Beste, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay, wieder Houndour. Dann wieder Roy, I guess. Unnerve ist aber auch wieder eine gute Ability, bin ich ehrlich. Ja. Naja. Sind wir uns ehrlich, es war jetzt nur. Also Piranha Plant hat nur so gecarried, weil ich basically keine anderen Mons mehr hatte. Oh nee. Er schon wieder. Er, der gar nichts machen kann. Uiuiui. Gar kein Problem, wir believen. Makuhita, okay, Fighting Type. Diesmal kein Pawmi, aber trotzdem Fighting Type, Hauptsache, ne? Kann vielleicht gut sein, so. Erste Arena ist ja besser der als Pawmi. Bin ehrlich. Ja, Guts ist gut, bin ich ehrlich. Wir gehen auch direkt in Maku, weil wir mit dem direkt ersten Fight machen können. Let's go! Das soll jetzt, glaube ich, langsam eh nicht mehr das Problem sein hier. Uchiena. Wir drücken Forespawn. Ja, der kann mich hier beißen, wie er will. Werbung geht gleich los, ja. So, Mutkipus. Will wahrscheinlich irgendeinen Scheiß drücken. Ganz ehrlich, währenddessen kannst du drin bleiben. Ich hätte fast Fake Out gedrückt. Machen wir nicht, machen wir nicht. 13, das heißt Crit killt nicht. Para ist natürlich Wonderbra. Wunderbärchen. Schön. Orenberry. Maku macht es alleine, Junge. Waterpulse. Jetzt sollten wir rausgehen, weil Crit kann killen. Tun wir auch. Gehen raus, gehen ganz gemütlich in den. Und T-Shock sollte den snacken. Actually, ich weiß, ja, von MLC gibt es sie und ich bin sogar am ersten Spieltag gleich dabei. Also, mit mir macht er ersten Spieltag. Da es ja der Fight gegen Christian ist, heißt es, ich kann ihn, egal was er macht, also egal ob er verliert oder gewinnt, egal ob er ein gutes Play macht oder ein schlechtes Play, ich kann ihn einfach den ganzen Fight lang trash-talken. Ich kann ihn einfach die ganze Zeit trash-talken, habe ich Bock drauf. Liebe ich schon. Egal was passiert, egal was er drückt, egal was er macht, egal ob gutes Play, schlechtes Play, einfach trash-talken, ist wichtig. Beim Titelverteidiger kannst du alles kritisieren, egal was er macht. Gewinnt er 5-0, kannst du kritisieren. Verliert er, kannst du sowieso kritisieren. Gewinnt er 6-0, kannst du auch kritisieren, weil er nicht Full HP gewonnen hat. Gewinnt er Full HP, kannst du kritisieren, dass er gestallt hat und deswegen. Oder Wish-Scheiße gespielt hat und deshalb Full HP gewonnen hat, kannst du auch kritisieren. Bam, Junge. Egal was passiert, Trash Talk. Ohne Ende. Ah ja, stimmt, da war ein Taillow. Scheiße, hätte ich vielleicht drauf achten sollen, ne?
2 HP. Breakout, Jungs. Oh, der Damage. Ah, or, die Beere schön mit Fakeout aktivieren. An irgendwas erinnert mich das, bin ich ehrlich. Oh, wir sind schneller. Hm. Killen aber, sehr schön. Ah, da war ja was, da war ja ein Trico. Ja, aber der hat ja eh nichts gegen den hier. Das Ding ist, Krops kannst du nicht trash-talken, es geht nicht. Der wischt den Boden danach mit dir, das ist das Problem. Ich bin ehrlich, ich würde mich nie trauen, den zu trash-talken. Wieso drückt er jetzt eigentlich 2-mal Growth, was soll das? Na, leider lebt er nicht. Leider lebt er. Ich würde hier, glaube ich, rausgehen, weil hier, glaube ich, kein guter Move von ihm kommt. Giga Drain ist okay. Können Fake outen. Puh, ist Damage. Sogar viel Damage. Ah, Unnerf, ja lol. Bin ja dumm. Hm, guter Damage. Und ich hoffe, wir sind schneller. Warte, was ist stärker? Sollte normalerweise immer Thundershock stärker sein. Nevermind, Alter, unser Attack-Wert ist halt komplett am Eskalieren. Oh, es killt nicht, aber Para ist okay. Der kann uns auch mit Crit nicht killen, ne? Das Problem ist, der heilt sich echt extrem viel hoch. Boah, wir können den nicht killen. Wir killen den jetzt straight up nicht. Wenn der jetzt Giga draint, aber der ist wenigstens schneller. Ja, ich habe scheinbar keine Ausstrahlung, dass ich dann den Boden mit dir aufwische. Nee, hast du wirklich nicht, I'm sorry. Der zieht dich durchs Büro ohne Gnade. Ja, das tut er. Das tut er wirklich. Da kannst du gar nicht viel machen. Ich sag ehrlich, ich hätte nicht so stressig sein müssen, der Fight. Ja, gehen wir einfach weiter. Ich weiß nicht mehr auswendig, was die können. Ich habe jetzt auch das Documentation nicht offen. Ja, Krops halt auch, weißt du? Der gibt dir auch die Antwort im Kampf. Und zwar so ein richtig schönes Leck mich. Ah ja, das war der Sport-Trainer. Das war ja mega nervig. Ich habe leider kein Grass-Heil. Vielleicht schaffen wir es ja aufzuwachen irgendwie irgendwann. Okay, wenn das Highest Damaging Move ist, ist okay. Das heißt, 5 Hits machen. Ja, nicht so viel Damage. Okay, wir wachen auch First Turn auf, ist ja gut. Orenberry wird nicht procken, wegen Unnerf. Wie lange kann die Animation dauern? Ja. Oh, Orenberry proc genau nicht. Vielen Dank dafür. Kann ich mir die Ressourcen sparen. Ah ja, Torchic, da war ja was. Haben wir irgendwas dagegen? Nein. Gehen wir mal in den. Der muss ja irgendwas machen können, oder? Uff. Der wufft ihn einfach nur an. Das macht halt gar nichts. Ich würde sagen, Retaliate ist Highest Damage, ne? Arscher Schaden. Was du sagen musst, damit dich keiner mit Trash talkt? Bro, schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das beantworten kann, ne? Ich glaube, du müsstest einfach ein bisschen asozialer sein, weißt du, ich meine? Ja, die Aura. So, wenn ich die Trash-Talke, habe ich nicht das Gefühl, dass es Konsequenzen gibt, weißt? Aber halt bei anderen schon. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, und man kannte es generell am Anfang nicht. Lol, der ist ja voll cool. Ja, auf den habe ich Bock. Let's go. Der ist ja nice. Ich sag, der könnte ein Macher sein. Er könnte ein Macher sein.
Bin ich ehrlich mit euch. Das ist richtig, es kommt halt immer drauf an, ne? Manche Leute sind halt eher darauf, oder wie soll ich sagen, manche Leute sind eher also was heißt anfällig, aber bei manchen Leuten bekommst du eher was zurück und bei manchen nicht. Ja, auf den Track, ja, das stimmt. Den Track würde ich mir nicht, da musst du aufpassen. True that. Da gibt's Punchlines um die Ohren. Oh, Fungus! Der ist ja cool! Hat der schon Regen? Nee, der wird Safe Effect Spore haben, ne? Der wird niemals Regen haben. Stimmt, da war ja was. Guter Damage. Oh, das ist ja nervig. Alter, macht der viel. Das ist ein leichter Stressfaktor. Switchen in den. Stimmt, der bekommt die nächste Oran Berry. Ich bin ja so bescheuert. Fuck, bei das actually ein Problem. Ja, müsste man im Kopf haben, ne, dass der das macht. Ich kann ja eigentlich nicht mal wirklich rausgehen, ne, weil... Doch, kann ich. Ja. Das war sogar ein Crit, okay. Aber Water Gun sollte sehr viel machen, oder? Mega Launcher sollte ja auch auf Water Gun wirken, right? Anscheinend nicht. Ja, Aqua Jetten. Was? Was? Als Liga-Einspieler muss man das wissen. Ist so ein Troll, Junge. Der ist jetzt actually ein Stressfaktor, wobei. Ist das wirklich? Ich sage nein. Faker macht einfach so viel Damage, weil der so einen hohen Attack-Stat hat, Junge. Und im Vergleich dazu habe ich einfach nur Nuzzle sonst. Was halt gefühlt nichts macht. Hat der Oran oder Lamm? Lamm, actually, okay. Boah, Junge. Mach doch. Hat der 5-mal gehittet? Ja. Ja, Altersschwäche trifft's echt gut. Bitte Fullpaare, da muss ich mir das nicht nochmal geben. Oh, Crit. Der trifft schon wieder 5-mal. Den hätte ich vorhin brauchen können. Dann hätte ich mir wertvolle Minuten meines Lebens gespart, bin ich ehrlich. Deputer. Dupiter. Okay. Erkattern wir den Kollegen mal. Oh, wanted, nice crit. Wie will er ein erster Auftritt? Macher, sage ich. Welche Randwerbungen? Eigentlich sollten gar keine Werbungen jetzt kommen, aber wenn sie kommen, dann weiß ich's nicht, to be honest. Er crittet schon wieder. Wie will er ein erster Auftritt? Mua.
Sag ich dir ehrlich, richtig geil. Und ist eigentlich ganz geil. Das sind Rich Kids und die leaden mit, also die zocken Payday auf ihren Mons. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Stimmt, und haben Shiny Mons. Ja, ich hätte Breakouten können, aber ich glaube, es ist nicht wichtig. Ja. Ich glaube, der drückt einen. Ich glaube, der hat einen Fairy Move irgendwie gedrückt. Das ist Disarming Voice oder so. Ja. Stark. Kriegen wir Nassel durch? Nee. Ja, sollte man auch nicht probieren, wenn ich ehrlich bin. Das kann sein, dass mir das Game das sagen will, ja. Bin mir zwar nicht sicher, ob es auch wirklich so gut ist, aber es kann sein. Ist Giddy Normal Fairy oder nur Normal? Kann mir kurz einer helfen? Merkt sich doch keiner. Ich glaube, der ist nur Normal, right? Können wir Brick breaken. Ist nur Normal, ja. Ich schwör, Normal, die Normal Fairies und Normals, so. Weiß sehr nicht so ganz genau, was du machen sollst. Intim! Er kriegt sich nicht, oder was? Ist das frech. Haben wir irgendwas gegen den? Eigentlich nicht. Ehrlich. Aber ich glaube, wir booten den trotzdem. Du kannst Christian die Wahrheit sagen, Payne, was du mitnimmst. Ich habe ihm auch die Wahrheit gesagt, was besser aussieht gegen ihn. Mhm. Und ich habe ihm auch die Wahrheit gesagt, was meiner Meinung nach besser gegen mich aussieht. Ich habe mir einen abgelacht, während wir geschrieben haben. Hatte die einen Double Battle? Ja, Spritzy und Salen, da war ja was. Gut, Makuhita ist hier deutlich fehl am Platz. Halt ist er nicht, weil er kann Fake-outen, und zwar das Kackviech. Und wir retaliaten einfach direkt in das Salen rein. Das glaube ich dir, Payne. Ich finde es gut, dass du dir das dachtest, aber ich konnte Ho-Oh gar nicht. Also. Was machen wir jetzt eigentlich? Bisschen ein schwieriges Ding, ne? Wobei, wir können das Salandit jetzt killen, das heißt, wir gehen in den. Und wir beißen einmal. Um Peps zu sparen. Hammer, Mann. Double Battles sind scary, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es ja auch irgendwie cool. Bekommt es viel. Ich würde sagen, wir fake-outen das Sphiel und retaliaten das Spritzy. Damit das Maul hält. Digga, du findest du eigentlich jedes Matchup scheiße? Du fandest das Matchup gegen mich auch schon komplett. Du fandest das Matchup gegen mich auch schon scheiße. Deswegen, findest du jedes Matchup scheiße? Oh, wilde Paare. Ich sag bisher, Terrier ist ein cooler Macher. Die Coverage hilft ihm. Die Coverage hilft ihm wirklich gut, sage ich. Er misst den Sweet Kiss schon wieder. Was ist er für einer? Ah ja, das war dieses Problem hier. Mhm, ich sehe und verstehe. Wir chargen und wir retaliaten das Pichu, damit das Maul hält. Nein, das ist eine Lüge. Ja, das habe ich erwartet. Natürlich, er verwirrt genau den, der jetzt angreifen hätte sollen, ne? Ja, Spritzy, Junge, was willst du denn?
Spritzi ist ja ein insaner Name. Ja, wir playroffen den. Bitte hitte. Sad. Ich warte auf den Charge. Wieso habe ich mir gerade so viel Schaden gemacht? Mann, Spritzi. Fuck mich doch nicht ab. Nutzel und Play Rough. Danke. Und jetzt Nutzel ihn. Mit Charge aufgeladen. Brr. Tschüss. Nee, er lebt. Ist das frech. Play Rough ihn zu Tode. Tschüss. So, jetzt müssen wir leider zurückgehen. Ich muss heilen. Mew und Ditto, Junge. So ein geiles Double Battle, for real. Ich glaube, das ist richtig. Ah, schade. Okay. Ah, der hat ja... Ja, ich sehe. Ich sehe und verstehe. Unglücklich, sage ich da. Ich habe meine eigene Ability vergessen, ne? Krops auch wieder gegen Christian hat mir, ohne dass ich frage, instant Input gegeben. Und ich bin schon wirklich ignorant eigentlich, weil ich sowas nicht fühle. Ja, sehe ich schon. Ja, ja, das ist auch so ein Ding. Weißt du, wenn dann plötzlich so ein Ochs oder so kommt, ne? Dir irgendein Set baut, wo sagt, das musst du nehmen, da, er hat nichts dagegen, du, damit gewinnst du safe. Denke ich mir halt auch so, Ich habe aber eigentlich gar keinen Bock, das zu nehmen. Oha, er fickt mich. Was ist mit ihm? Sorry. Okay. Zieht sich zwar leicht, aber sobald das Vivillon weg ist, kann ich ein bisschen anders arbeiten. Also jetzt. Okay, to be honest, ich glaube, ich kann nicht anders arbeiten. Ja, okay. Ja, ich werde jetzt einfach versuchen, den irgendwie tot zu bekommen. Mit mehr oder weniger. Er hat ja nicht wirklich viele Möglichkeiten, er kann eh nichts gegen mich machen. Aber es ist ein bisschen nervig gerade. Na, ah, okay, das... Ja, okay, Aurum Barrier habe ich eh noch. Ist okay. Ah ja, ich bekomme selber Iron Barbs. Das ist jetzt auch nicht so schlau. Ah, okay. Ja, dann... Lightscreen macht natürlich alles anders. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Müssen wir bei Iron Barbs spielen, Leute. Da hat er auch eine Iron Berry. Ai, ai, ai. Ist das nervig. Ja, okay, ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Ich werde den hier drin behalten und den einfach mal gegen Houndour rausschmeißen. Ja, Unnerf kam zu spät, ich weiß. F charged. Ist leider das Def Boost. Ja. Okay, er charged nochmal, das ist gut.
Normal macht Cops aber sowas nicht. Er hat mit mir sogar nicht mal getestet gegen dich, Christian, weil er gesagt hat, er kennt dein Team und es würde nichts bringen. Also, ja. Chill. Bro. Ich heule. Gefühlt ist der Snarl noch besser. Ich glaube, ich muss aufpassen, ne, wenn der gecharged hat. Wobei es ein 20er Move, Junge. Er charged nochmal, er hat richtig Bock. Er geht plus 6 für Death. Menschenskind, es war wohl doch nicht die beste Idee, ja? Ich lasse ihn, glaube ich, lieber nicht mehr Togedemaru kopieren. Und wenn, dann lieber... Ja, okay, Herdier wäre noch da, ne? Mit Brick Breaks. Das ist wahrscheinlich besser. Ich glaube aber, der stirbt jetzt diese Runde. Er charged nochmal! Plus 4 Speed Death. Was ist mit ihm? Schaffen wir safe. Nee. Aber jetzt, oder? Er charged nochmal. Er geht plus 5. Ich glaube, ich mache ihm schon nur noch 1 Damage. Bitte Ember Kill jetzt. Danke. Tschüss. Wie nervig. Und Super Rod, let's go. Irgendwas werden wir schon fangen hier. Die Wise Glasses hat er auch auf, ja. Ich weiß nicht, ob Stardew gut ist. Ist vielleicht schnell, ne? Naja, gucken wir mal. Boah, aber ich habe langsam auch Hunger, ne? Was bekommen wir hier? Stunky. Weiß nicht, ob ich zufrieden bin damit, to be honest. Let's go. Läuft der Stream noch? Ich habe gerade Lag in meinem Screen. Rein hier. Womit hat der andere nochmal geleadet? Ah, die Vorentwicklung von Dreadnought, ne, war das. Jetzt weiß ich's wieder. Ja, keine Ahnung. Brian. Strong. Oh, aber Berry Juice, ne? Reicht das? Nein, niemals. Stomping, okay. Nicht mal Init Drop. Boah, Crit hätte gekillt, Alter. Passt schon. Weg mit dem. Sollte das Sandshrew kommen, right? Nee, Slugma. Ich glaube, ich kill den nicht, ne? Ich gehe in den. Ich glaube, ich kill den nicht. Ich habe Angst. Ah ja, wegen Ancient Power. Da war ja was. Oh mein Gott. Oh my fucking God, no! Ich werde von Slugma gesweept, Jungs. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich von Slugma gesweept. Oh my God, no. Er yawnt auch noch. Okay, aber wir bekommen Water Gun plus Aqua Jet raus. Das macht ja nichts. Wichtig, aber ich glaube, der hat noch eine Beere. Ja, Flame Bunny auch noch, oder? Ja, fuck, Junge. Ja, genau. Ich glaube, ich werde gesweept, Jungs. Houston, we got a problem. Wir haben eins Problem hier. Plus 2 Omniboost Slugma. Vielleicht wipen wir doch hier. Nicht verzagen, Leute. Wir gehen jetzt in den. Der Burner, by the way, prevented, dass wir sleepen. Okay. Wir fake-outen hier. Wir haben Guts! Ah! Ich glaube, wir wipen. Haben ganz schlechtes Gefühl, Jungs. Wir mussten für Crit spielen, ne?
Muss hier für Arco Jet Damage gehen. Er kann jetzt random moven, das ist das Problem. Mhm. Wir müssen den leider sacken. I'm sorry. Der wäre cool gewesen, aber wir müssen ihn sacken. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ich brauche einen Arco Jet Chip Damage, damit der hier mit Fake Out killen kann. Okay. Wir verlieren nicht, Leute. Wir verlieren nicht. Immerhin. Wir sacken nur zwei, aber wir verlieren nicht. Ja, war unlucky, ne? Wir waren unlucky. Kann man nichts machen. Hat der einen Ground-Move? Ja, nein, vielleicht. Wenn, dann würde er jetzt wahrscheinlich dafür gehen, ne? Dann heißt es, wir gehen jetzt hier rein. Nee, Ice Punch einfach ins Nichts. Er hat nicht mal die Coverage. Wow! Ist das nicht schön? Gut, damit sacken wir den nächsten. Ich dachte, wenn ich die Coverage nicht kenne, dann muss ich was tun. Leider. Dann muss ich was tun. Wir fake-outen, um Sash zu breaken. Der Ice Punch jetzt. Wir gehen in den. Embern und killen. Mensch, ist das belastend, Junge. Wieso macht er... Okay, Crit. Wollte schon fragen. Ja, wir haben nochmal uns auf der Box, aber... Ist nicht so geil, to be honest. Boah, das Slugma, Junge. Hätte ich doch wohl lieber Brynen sollen, oder was? Hätte Styus sacken, oder wie? Ja, also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das jetzt easy war.